So, los geht's nach Berlin, Berlin. Und dann mal sehen, wohin. Einfach mal fort. Ziel der Reise ist die Demo-Woche, die Demokratie-Woche in Berlin. Und dazu möchte ich eine Doku machen. Außenministerin Baerbock holt gerade eine Reise nach, die sie wegen ihrer Corona-Erkrankung vor ein paar Wochen absagen musste. Sie ist gerade man kann ja eigentlich niemandem mehr glauben. Zwei Länder, die absolut keine besten Freunde sind. So stellt die Türkei zum Beispiel in Frage, dass die Inseln Rhodos, Samos und Kos zu Griechenland gehören. Okay. Was ich dazu sagen? Ach so, ja, ich will mich einfach mal informieren, weil sonst sitze ich nur noch vor dem www aus meinem Laptop. Da gibt es zwar verschiedene Kanäle. Und wenn man dann das Radio einschaltet, das Fernsehen, da geht auch ganz was anderes, ne? Wie das, was ich sonst so höre. Und da muss man ja ab und zu mal gucken, was man selber in der Welt überhaupt beobachtet, ne? Nach all dem, was einem da erzählt wird. Also rein theoretisch wäre es doch denkbar, dass es auch so wäre wie Walk the Dog oder so ähnlich heißt der Film, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt oder so ähnlich. Und da wird der ganze Krieg und all das, was überhaupt so Dramatisches abläuft, das wird alles nur in Hollywood gefilmt, ne? Nur damit der Präsident wieder gewählt wird. Also das haben wir so ein bisschen übertrieben dargestellt, aber es könnte so ähnlich schon sein. Weil das, was in der Ukraine, wie man das überhaupt ausspricht, weiß ich auch nicht so genau, abläuft, das ist doch schon sehr sonderbar, oder? Und leid tun wir natürlich die Leute in der Ukraine. Aber ich weiß nicht mehr, wer am überhaupt noch leid oder nicht leid tun soll. Weil wenn das, was ich vermute, auf Deutschland und Europa zuschwappt, auf Mitteleuropa, da wird jetzt an Weihnachten das Licht ausgehen. Das könnte so sein. Ne? Bin mal gespannt. Guck mal da, Berliner Heimat. Da ist es. Das sind die Witzdocker. Oh Gott, was haben wir da alles gebaut? Wow! Tja, die Welt verändert sich. Ne? Selbst wenn man nicht dabei ist. Zum Glück, ne? Heißmangel, sagt, hier gibt's doch nichts drin, ne? Nee. Da, di, da, da, da. Tja, immer noch so ähnlich, wie es schon war. Die kleinen arabischen. So. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden treffen und dann fahren wir weiter. Altmoabit. Die Quelle. Da habe ich doch auch
da habe ich doch auch noch was gebucht. Den letzten Tag darf ich hier irgendwo nächtigen. Ich weiß bloß nicht mehr genau wo. Hauptsache nicht vorne, weil da vorne ist der Knast. Ja, ist ja gut. Berlin, Berlin. Wo geht's denn neu? Den nächsten, glaube ich. Ich doch mal gucken, ob der überhaupt noch da ist. Hey. Achtung. Also bimmeln tut's. Mal sehen, ob auch noch was passiert. Und? Nix. Sieht ja gar nicht gut aus, oder? Nee. Sieht gar nicht gut aus. Muss man nur mal anfinden, dass er was sagen kann. Der Knast. Okay, der braucht man. Ja, und der Brandl. Ja, der ist bloß nicht da, habe ich gesagt. Aber sonst ist alles noch in Ordnung. Na ja, dann. Dann machen wir eine Sightseeing-Tour, wenn es so ist. Und wie fährst du jetzt? Jetzt fährst du zum Kudamm. Und dann? Dann muss ich sehen, wie es weitergeht. Ich weiß da nicht, als wenn ich was sage. Nicht. Berlin ist groß, gell? Ah ja. Straße des 17. Juni, das sind Straßen. Lieber Mann. Charlottenburg. Das ist die Uni. Die Freie Universität, das Hauptgebäude. Die ist hier in der ganzen Stadt verbreitet. Und jetzt geht's vor zum Ernst-Reuter-Platz. Boah, das ist diese Prachtallee. Da bin ich immer hin und weg, wenn ich dort drüber fahre. Ist doch Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Mein Ernst-Reuter-Platz, da habe ich einen Plan dafür gemacht, dass man da einen Kaffee neu machen soll. Mit einem Windrad oder drauf einem Darieu-Läufer. Die stelle ich demnächst auch vor, die Planung. So. Kaiser Friedrich fahren wir halt. Auf eine Straße mehr oder weniger kommt es jetzt nicht an. Ne? Das ist die Kant. Jawohl, Kant. Das ist eigentlich schön. Kantstraße ist gut. Und da vorne ist der Stuttgarter Platz, da um die Ecke rum. Das sind ein paar schöne Cafés. Oh ja, das ist nicht schlecht. Berlin, Berlin halt. Ist ja so durchmischt. Ne? Zum einen so ein Ding da, dann kommen wieder schöne Cafés. Ja. Na, mal sehen, das müsste sein. Sind wir schon bei der Bessere hier, ne? Das kann man laut sagen. Königsallee. Ja, wo fährst du da hin? Das frage ich mich auch jetzt. Was ist jetzt hier? Da jedenfalls irgendwo. Okay, okay. Gleich. So, Notiz für mich. Es ist gut, wie es ist. Und es ist, wie es ist. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann.
aushalten, oder? Das muss man aushalten können, das stimmt. Ja, why not? Ist nur eine auf. Da machen die Autorennen. Ich meine, da muss es ja bekloppt gehen, oder? Das ist alles eine Baustelle. Überrascht euch. Mal laufen. Gibt's keine Ruhe mehr. Drüber lief immer diese Sonntagsmorgens der Film Faust. Der Tragödie erster Teil. Das. Da habe ich den öfters auch gemacht. Also irgendwie ist das alles eine Baustelle halt. Wo fährst du denn jetzt hin? Ich fahr bis zur Gedächtniskirche. Und dann muss ich halt drehen. Wie geht das? Weiß ich nicht. Muss ich schon hinbringen. Da war da früher das Café Kranzler. Da oben haben sie das hier gemacht. Und unten ist jetzt halt irgendwas, wo man ein Top kaufen kann. Oder so irgendwas halt. Und ein Stück weiter oben war das andere Traditionscafé. Das ist auch weggemacht. Also ich bin jetzt kein Kaffeetante, aber es waren schöne Kaffees. Ich mit mehr und mehr weiß ich zu schätzen, in ein schönes Café zu gehen. Immer freitags feiern wir die 80er, großen 80er. Naja. Also hier, das war jetzt bisher nur Baustelle. Ist das Kunst oder ist das Baustelle? Das kann man auch nicht mehr unterscheiden, gell? Ach, da haben sie auch wieder eingerüstet. Naja. So, jetzt muss ich sehen, ein Kunststück machen hier rundherum. Ich muss da bis vorfahren. Also gut. Also das ist Kunst. Das sind Kunstwerke, diese Behälter. Ah ja, ich hab's ja gleich gesagt, das kann ja. Vorne? Ich hab keine Ahnung. Irgendeiner hat sich da was einfallen lassen. Oh Mann, der Klicke, dass man nicht mehr da ist, ey, das wird mir vollkommen bekloppt. Ja, noch bis vor. KDW. Oder was? Oh Jesus, nee, ist alles nichts für mich. Wird angebaut. Jetzt haben sie drüber mit dem Potsdamer Platz fertig, jetzt fangen sie hier so.
Kilometer vorher auch gar nicht. Da geht's wieder zu. Das so, was ist Waldorf Astoria? So, Fräulein Smilas Gespür für Schnee haben wir da geguckt. Nicht schlecht. Was ist das am Bahnhof? Ist es jetzt 8 Uhr? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Aber am Bahnhof dürfte doch keine falsche Zeit stehen, oder? Tja, einer von uns hat die falsche Zeit. Ich fahre ja jetzt nur diese Strecke, weil ich da auf diesen Ernst-Reuter-Platz zufahren wollte, weil ich da noch was dazu sagen wollte. Und da vorne sehen wir schon. Da mache ich jetzt eine Runde um den Ernst-Reuter-Platz. Sieht man denn? Den habe ich vor einigen Jahren, also nicht allzu lange her, da habe ich den renoviert, weil der Edzard Reuter hat sich beschwert, wenn sie da nichts machen am Platz, und dann will er nicht, dass er noch weiterhin Ernst-Reuter-Platz heißt. So habe ich es mal gehört, die Story war so. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns Gedanken gemacht, wie man da was ganz anderes machen könnte. Hey, die haben Kaffee da hier gebaut, ich werde nicht mehr. Ich, also es gibt sie kaum. Ist doch, nee, es ist kein Kaffee. Aber so was ähnliches. Da gehe ich nachher hin und erzähle die Geschichte, wie wir es vorhatten. Oh, das ist gut. Da geht die große Paradestraße raus, Heerstraße. Wie heißt der hier noch? Ah ja, so geil. So, jetzt muss der raus. Das ist ja Ding. Und den Kasten, so ein Kasten, nur halt in 15 Meter Höhe, das war unsere Idee. Das heißt unser. Ja, weil der anderen halt auch noch mitgedacht hatte damals. Ich wollte ja bloß das Windrad hinbauen auf so eine Halbkugel. So, jetzt muss ich wieder drehen. Wollen wir aufwarten, ne? Nee. Auf jetzt ein bisschen Konzentration. Auf raus da. Gehe ich da vorne neu. So, da geht's mal nur noch. Wo ist es? Reetz, Mittelinsel. So, das ist also dieser Zugang
zu dieser Mittelinsel. So, diesmal auf der Mitte auf dem Platz. Ganz treuer Platz. Und als ich damals mit Architekturstudenten, oder nee, es war ein Architekt, unterhalten habe und habe gesagt, da könnte man da was an, da waren die ganz begeistert. So was gibt es ganz selten, so einen schönen Platz, den man noch gestalten könnte. Da waren die hin und weg. Da schau mal, ist das jetzt auch wieder, ist das, muss man das jetzt alles verstehen? Müsste nicht. So, da ist die, ist das die Bismarckstraße. Und die geht dann über in die Heerstraße. Kleine Springbrunnen. Und das ist der große. Und was ist das da? Die haben da einen Kaffee hergebaut. Ich werde mir mehr. Geht's, was ich jetzt mache? Das ist das Projekt. Guck dir das an. So als hätte der anderen auch erkannt, dass man da was machen muss. Sponsoren, Unterstützer, Programmpartner. Als hätte sie es bei mir abgeschoben. Das ist ja kaum zu glauben, oder? So, und dann zeige ich aber, wenn ich daheim bin, anhand meines Planes, was wirklich was Gescheites gewesen wäre. Und das hätte dann so ausgesehen, dass ich hier eine Halbkuppel, also aus Stahl und Niede zusammengesetzt, so eine Halbkuppel. Also als Vorlage muss man sich eine Eisenbahnbrücke vorstellen, wo so Niede drin sind, ja, so Träger. Und da laufen hier so von dieser Seite, wo ich jetzt stehe, ein Halbkreis hoch auf die andere Seite rüber und von hier ein Halbkreis auf die andere Seite rüber. Und wenn ich noch recht in Erinnerung habe, war der Durchmesser von dem Halbkreis 30 Meter und der Halbmesser 15. Und dann wäre in 15 Meter Höhe da oben, da wäre es Kaffee gewesen. Nach unserer Vorstellung. Jetzt erzähle ich es noch weiter. Also 15 Meter. Und das Ganze hat so eine Art, das sieht, das dient dann als Treppe, diese Halbkreise, diese Stahlhalbkreise, dass man hochlaufen kann. Von alle vier Seiten. Und oben auf der Plattform wird dann ein Kaffee. Und auf dem Kaffee da oben drauf, da steht dann ein Darieu-Läufer mit einem Kreis, mit einem Oval oben drauf, als Rotor. Und der dreht dann so rum, und treibt einen Generator an, der im Kaffee ist. So, in der Mitte von dem Kaffee ist praktisch ein Generator, der Strom erzeugt. Oben drüber ist jetzt der riesen Darieu-Läufer, was weiß ich, 20 Meter Durchmesser, glaube ich, oder 25. Und unten ist dieser Halbkreis. So hatte ich mir das aufgemalt. Und als Sponsor, weil die das da angeschrieben haben, sollte das natürlich damals der Ernst Reuter sein, beziehungsweise der Edzard Reuter, beziehungsweise Daimler-Benz. Der war damals der Chef von Daimler-Benz. Und da hätten wir in den Darieu-Läufer ein Emblem neu gemacht in Form von einem Mercedes-Stern. Und so dass also praktisch da oben dreht sich was.
was Strom erzeugt, als Gegenpol zum Europasender, der ist jetzt nicht zu sehen, der ist da hinten, wo auch ein Mercedes-Stern drauf ist, aber der Strom verbraucht, indem er sich dreht. Und das war unser, also das war meine Idee. Und das mit dem Kaffee kam noch vom EO, glaube ich, der hat das noch gesagt. Begegnungsstätte. Ah ja, die ist ja jetzt da, aber der Darieux-Läufer fehlt mit der Kuppel. Und das mitten in Berlin. Ne? Und ich hatte da schon Kontakt aufgenommen mit der Firma, die den Darieux-Läufer bauen soll. Und das war die Firma Danier. Die hat nämlich Darieux-Läufer in Deutschland konstruiert. Und die gehörten damals zum Daimler-Benz-Konzern, als ich das da noch gemacht habe. Und da war das für mich eine runde Sache. Ne? Aber was ich dann im Nachhinein gedacht habe, das ist nicht genug Wind. Ne? Aber an so Sache hätte sich anderen gar nicht gestört. Da hätte sie halt einen Motor neu gebaut, anstatt einen Generator. Also ein Generator, der ist auch toll. Hauptsache es dreht. Das wäre ja auch gegangen. Naja, jetzt filme ich natürlich nochmal ab. Und dann kann man es ja später lesen. Oder? Ist alles drauf? Ja. Das fehlt der Rand. Der Mist. Nee, fehlt nicht. So. Von innen nach außen. Ich muss bloß noch gucken, wer hier die Bauleitung macht. Okay. So, das wollte ich abfilmen. Das da. Ja, die haben Tanz da drin. Tanz. Was jetzt? Habe ich alles erläutert, oder? Ja. Und nachher zeige ich dann die Pläne, wenn ich daheim bin. Was heißt Pläne? Meist Skizze, wo ich gemacht habe. Und das muss ja auch nicht sein, wenn man das überlegt, wenn man so ein Riesending, neues Projekt macht, dann kann man das auch ganz verschieben. Ich wollte halt, ich habe halt damals gemacht, man macht das über diesen Springbrunnen weg, ne? Dass alles bleiben kann. Ich will immer alles lassen. Und trotzdem verändern. Ne? So denke ich halt immer. Die Idee ist auch nicht schlecht. Ne? Da gibt es dann noch einen schönen Spruch aus dem, wie heißt das, I Ching. Wind über Wasser heißt der. Aber den auswendig kann ich den jetzt nicht. Und bis du willst nicht mehr. Und da gehen die Straßen ab. So, jetzt gehe ich wieder heim. Oh, da geht's neu. Da fahren die U-Bahn. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Die Uhr geht richtig. Wie kommen am Bahnhof eine Uhr, wo die nicht richtig geht? Das ist, da setzt die Leute in Panik. Oh, hier sitzt der jetzt. Das ist fantastisch. Fantastisch. Die haben sich verirrt, oder was? Ach, da oben ist übrigens ein Kaffee. Das ist gut. Also, kann man Mittag essen. Geheimtipp. Das war das vor 10 Jahren so. Was ich jetzt ist, weiß ich natürlich alles nicht. Straße des 17. Juni. Jetzt geht die Sonne ohne. Ich muss weiter, sonst komme ich nicht mehr an, wo ich hin muss. Aber das wollte ich noch fotografieren. So, sieht man das? Zu dunkel, ne? Straße des 17. Juni. Hans-Reuter-Platz. Oh, adios. Wunderbar. Oh, mach die Fenster auf. Ist schon Berlin, Berlin halt.
aber das Beschauliche liegt mir vielleicht mittlerweile mehr. Hier, Money, geht's aber ab. Ab die Post. So, jetzt hören wir zu. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das jetzt finde. Na Leute, natürlich findest du das. Kann ja gar nicht so schwer sein. Stellung ist Karo. S-Bahn Karo. Ja, das ist ja noch Heimat hier. Das ist, wie ich dort damals mit meinem Kumpel, der Chef, die Brücke passiert hat, hat er gesagt, manchmal bleibt man da länger, als man denkt. Als hätte er es gewusst, ne? Er hat es gewusst. Das ist Moabit jetzt. Das war mal Bank da drüben. Oh, jetzt ist nicht alles Bausch. Das ist alles so ein Bausch. Das ist alles schick. So, Obacht geben, jetzt muss der Abteil. Kotzkowski, Ecke Turm. Da gibt es so, wie heißt der, so ein Kabarettist, so ein Schreiber, Satire-Schreiber. Und der schreibt, die Radiotrinkerin ist von dem, weiß nicht, wie er heißt, Gold oder so, kann das sein? Und da kommt diese Stelle vor, in einer von den Artikeln, von den Kurzgeschichten, wo einer nachts nicht schlafen kann und geht auf die Straße. Und dann geht es an den Müllcontainern Kotzkowski Ecke Turm. Da hat er jemand getroffen. Wahnsinn. Was haben Sie denn da für einen Zettel an der Stirn? Suche drei Zimmerwohnung. Da kam ich vorhin her. Ja, ich muss jetzt da wieder zum Ausgangspunkt zurück und dann geht's weiter. Da hinten sind die libanesisch-arabische Sachen. Und hier, da gab es alles, also ziemlich alles. Da war ein koreanisches Restaurant, jahrelang, wie die, die haben, glaube ich, was die gelebt haben, war es schon. Und da war das, ja, da ist es ja noch, Multikulti. Wenn man nur noch das Härteste vom Härten vertragen, vom Harten vertragen kann. Lollipop um die Ecke. Da sind wir hergekommen, da geht's jetzt wieder raus. Die Nachrichten aus dem Hauptstadtstudio. Ich bin Finn Riebesell. Guten Abend. Beuselstraße. Seit heute gelten in Deutschland strengere Vorschriften für Gasspeicher. Bis zum Winter müssen sie so gut wie voll sein. Mehr von Tim Britztrup. Das Ganze verläuft in mehreren Schritten. Bis November sollen die Gasspeicher dann zu 95% gefüllt sein. Trotz der immer weiter gedrosselten Lieferungen aus... Das hat Gesundheitsminister Lauterbach in einem ARD-Interview angekündigt. Da ist tatsächlich eine Disco drin. Impfstoffe sollen da dann auch so deutlich besser davor schützen, dass man Hütte, sich überhaupt die. Mit Corona da ansteckt. Die, so Nightclub, ne? Da ist die deutsche Hütte. Wirtschaft stagniert. Da hat ich von mir damals bis Juni hat sich gemacht. Das Bruttoinlandsprodukt beim Statistischen Bundesamt im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres nicht verändert. Mir ein Mietvertrag hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,8% zugelegt. Wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung will die spanische Staatsanwaltschaft für Shakira über 8 Jahre Haft und eine 24 Millionen Euro Strafe fordern. Das steht in der Anklageschrift gegen den Popstar.
Ob es zum Prozess kommt, muss jetzt das zuständige Gericht wenn entscheiden. Alles anklagt, wenn euch mal selber anklagen wird, dann ist es heute Nacht kommen tatsächlich relativ viele Wolken auf uns zu. So hier und da kann es auch noch mal ein paar kleine Schauer geben bei Tiefstwerten um die 17 Grad. Morgen dann den ganzen Tag über stark bewölkt, ab und zu Regen, kalt. Okay, dann kommt sie halt doch. Wollandstraße. Irgendwie war hier irgendwo die Grenze. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Doch, da ist sie ja. Da war sie. Jetzt sind wir in Pankow. Das war mein Weg zur Arbeit. Mein Berliner Weg zur Arbeit. Da kommt jetzt gleich das Rathaus von Pankow. Damals noch Wohnungen angeguckt als Stärker. Da war noch Öl, Kohleöl. Das ist Rathaus. Da muss es jetzt irgendwie einen Trick geben. Da bin ich mal gespannt, ob ich den hinkriege, den Trick. Da bin ich
das mitsprechen. Kann sein, dass es ein schwieriger Trick wird. Keine Ahnung. Steht mal Windrad, das ist es. Geradeaus, das ist es. Das ist unser Ring. Upp, da steht der nochmal. Okay, nehme ich zurück. Ich vorher gesagt, das stimmt nicht, das muss gelöscht werden. Das Windrad dahinter ist es. Dahinter. Das ist nämlich anderes wie die anderen. Genau. Ja, anderes wie die anderen. Das ist es. Verklappt, Pankrafrase. Jetzt muss ich über die Panke und dann ist es. Da habe ich sie dann gepackt. Oh, ich bin angekommen. Das ist doch wunderbar hier. Idylle pur. Auf meinem früheren Arbeitsweg gelegen. Sehr schön. Bin ich angekommen. Ich gehe nur mal fort. Ich gehe nur in die Stadt. Mit der S-Bahn fahre ich da. So, das gucke ich mal von. Da immer zwei Visitenkarten ab. Da können sie sich das raussuchen, was recht gefällt. Oder sie können sich dann raussuchen, was gefällt. So, wunderbar, auf geht's. Wo ist dieses Restaurant, was ich früher kannte? Das hieß damals Stielbruch. Das war ein ganz interessantes, ja, Ambiente. Ah, ja, das ist, nein, hat mir sowas anderes jetzt. Und jetzt bin ich einmal im Kreis gefahren, Schienenersatzverkehr, das habe ich nicht bedacht. Das ist aber echt übel, muss ich jetzt mal sagen. Das dreckige Bier, das langt mal. Dieses Risiko, in die Stadt zu fahren und dann den Bus nicht mehr zu finden, weil er irgendwo im Dunkeln um fünf Ecke fährt, das wollte ich jetzt nicht mal. Das war mir dann doch zu blöd. Ich bin also, ja, bin dann müde. So. Gehen wir heim. Jo. Warum auch nicht? Blume haben wir den Weg gewiesen. Da geht's rein. So, jetzt lasse ich das mal laufen. Sag mal, die Verhältnisse hier, ich habe jetzt die Leute beobachtet, die sind genauso wie bei uns. Sitze am Döner und rede über Fußball. Das weiß ich, was für wichtige Sachen das noch sind. Und man fragt sich jetzt, also ich frage mich, was habe ich mit dem Ganzen noch zu tun? Und es fällt mir nichts mehr ein. Es fällt mir nichts mehr ein. Und das, was mir in meinem unmittelbaren Umfeld dann widerfährt, das stellt mich vor Fragen über Fragen, die kann ich so und so nicht beantworten. Ich war also vollkommen hirnrissig. Ja, was willst du jetzt noch? Ich weiß es auch nicht. Also das stelle ich, diese Frage stelle ich mir. Was das Ganze ist, wirklich eine fundamentale Frage, was das soll. Schon schlimm, dass man da keine Antwort weiß. Also gut, ich besuche ja dann irgendwann nochmal meinen Philosoph, der weiß vielleicht einer. Aber der Woody Allen hat auch schon irgendwie jahrelang in einer, in einem seiner Filme zumindest, sich therapieren lassen von dem Herrn sowieso. Und der hat sich dann, der war dann auf einmal nicht mehr da. Also ich meine, damit will man meinen, man lässt sich von jemand unterrichten und der ist dann noch nichts bisschen Besseres, als sich zu beseitigen. Also das ist dann. So. So, da geht's weiter. Hat auch keinen Sinn. Und das ist schon irgendwie
ein Endstadium, so habe ich. Also ich spüre das jetzt für mich. Wenn es nicht mein, sondern wenn es nicht alles, dann ist es halt meins. Das ist sowas von hirnlos, was ich erlebe. Und wenn man sich abschaltet und sagt, ja, dann bin ich halt nur noch eine Qualle, die konsumiert. Und dann kommen sie und sagen, du musst aber das, du musst. Nicht mal das gönnt es dir. Ist schon ein komisches Ding, ein ganz komisches Ding. Du musst irgendwie definieren, für was dein Leben gut ist. Das fällt dir schwer. Ne? Anscheinend schon, ne? Anscheinend schon. Bisher hatte ich einen Widerstand gegen irgendwas und das ist vollkommen der Schwachsinn. Vollkommen daneben. Dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Du weißt einfach nicht mehr, was du machen sollst.